Das nächste, was wir aber wissen müssen, das ist das Anordnen. Okay, ich mache jetzt da mal Füllung und Kontur weg. Wenn ich da verschiedene Objekte habe, wie zum Beispiel Steuerung Shift, ein Kreis, und ich tue mir den auswählen und dann Steuerung C für Kopieren, Steuerung V, Steuerung V, Steuerung V, Steuerung V, dann sind die jetzt alle irgendwie da angeordnet. Ich markiere sie mal alle. Naja, habe ich alle erwischt. Dann gibt es da oben unter Objekt ganz unten den Punkt. Nein, nicht ganz unten. Der zweite von unten. Ausrichten und verteilen. Da öffnet sich nachher da rechts so ein Fenster. Und anhand von den Symbolen kann ich nachher sehen, was da passiert. In meinem Fall möchte ich, dass die alle gerade ausgerichtet werden, und zwar an der Oberkante von ihren Objekten. Dann wähle ich mir da die zweite Zeile, das zweite Symbol, und schon sind sie alle auf einer Linie. Ich könnte es mit dem dritten Symbol genauso gut machen an ihre Mittellinien. Habe ich jetzt da so nicht gemacht. Dann verteilen. Wenn ich mir das anschaue, den zweiten Punkt, jetzt hat das einfach auf die ganze Länge die Abstände gleichmäßig verteilt. So macht man das also am geschicktesten. Und dann als letztes würde ich da machen, Objekt gruppieren. Und schon habe ich da meine Kreise, die nicht mehr verschoben werden können. Wenn ich jetzt hergehe und sage, ach Gott, eigentlich wollte ich das nicht, auch ein Kreis, wollte ich eigentlich wegtun. Dann kann ich das auch wieder machen. Objekt, Gruppierung aufheben. Dann sind es jetzt wieder lauter einzelne Objekte. Ich nehme einen Kreis, tue den weg, markiere die anderen, Objekt gruppieren. Und jetzt sind es wieder ein Teil. So, wieder hinzu. Tja, wie kriege ich das zusammen, dass ich das da mittig reinkriege? Na, dazu meine Idee war ja, ich nehme das Ganze. Ich schiebe so ein Stück runter und mache diese Kreise da oben auch noch hin. Also Steuerung C, da oben, Steuerung V. Jetzt sollten die aber alle auf einer gemeinsamen Mittellinie sein, dass das schön symmetrisch ist. Naja, erstes, dann drücke ich die Shift-Taste. Zweites, dann drücke ich die Shift-Taste immer noch. Drittes, so habe ich jetzt alle ausgewählt. Ich kann natürlich genauso einen Auswahlrahmen um alle herum machen. Ist genau das Gleiche. Jetzt habe ich da also ein Objekt Kreise, ein Objekt Schrift mit Balken, ein Objekt Kreise. Und die sollen alle mittig sein. Dann nehme ich mir einfach bei Ausrichten, Vertikal und der Mittelachse. Jetzt sind sie so alle gleichmäßig. Und wenn ich jetzt noch haben will, dass der Abstand und der Abstand gleich ist, dann möchte ich sie also vertikal gleichmäßig verteilen. Das ist in dem Fall da das zweite Symbol. So. Jetzt ist der Abstand da und da genau gleich. Das war also Ausrichten, Verteilen.